Heute ist ein Partytag im La Zarzuela. König Felipe wird 55 und das muss gefeiert werden. Vorerst haben sowohl der Monarch als auch seine Frau, Königin Letizia, ihren Zeitplan für offizielle Verpflichtungen gelöscht, um ihn freizuhalten. So gehen wir davon aus, dass sie dieses Jubiläum alleine genießen können. Der königliche Geburtstag ist eine private Angelegenheit, daher werden wir wahrscheinlich keine weiteren Neuigkeiten darüber haben, es sei denn, einer seiner Pläne geht über ihn hinaus. Erst vor einer Woche erfuhren wir von Don Felipes Ausflug in den Schnee mit drei Freunden, darunter sein Cousin Beltran Gomez Acebo und Pedro López Quesada, Ehemann von Cristina de Borbón dos Sicilias. Während die Souveränin in der Sierra Nevada Ski fuhr und die lokale Gastronomie genoss, ging Dona Letizia allein und überraschend zu einem Wasserballspiel der Frauen, das im Real Club Canoe in Madrid stattfand. Andererseits haben wir am selben Wochenende von einem weiteren privaten Ausflug der Könige Felipe und Letizia erfahren, diesmal jedoch gemeinsam. Letzten Samstag gingen sie in Begleitung eines renommierten Dermatologen und seiner Frau zum Abendessen in ein Restaurant namens Ferreteria im Zentrum der Hauptstadt, das sich in der Atocha-Straße befindet. Laut den Zeugen war der Termin entspannt und obwohl sie mit einem kleinen Sicherheitsteam gingen, hinderte das einige Gäste nicht daran, sich ihnen zu nähern, um sie zu begrüßen. In letzter Zeit haben sich diese Pläne vervielfacht, mit denen uns, Ihre Majestäten, ihre engste Seite und außerhalb der Protokolle zeigen. Auf kurzen Distanzen verdienen sie viel mehr, wie die Menschen, mit denen sie interagieren, zu sagen pflegen. Heute wird König Felipe die 55 Kerzen auf der Torte ausblasen, voraussichtlich im Palast La Zarzuela. Prinzessin Leonor setzt ihr zweites Abiturjahr am walisischen Internat fort, und Infantin Sofia wird ihren Unterricht normalerweise am Institut Santa Maria de los Rosales in Madrid besuchen. Aber die Tatsache, dass die offizielle Agenda des Königshauses leer bleibt, sagt schon viel aus. Die Könige haben sich diesen besonderen Tag freigenommen. Wenn hinter verschlossenen Türen nicht genau bekannt ist, wie sie diesen Geburtstag feiern werden, wurden in diesem Jahr zum ersten Mal einige emblematische öffentliche Gebäude in Städten wie Madrid und Saragossa in Karmesinrot, der Farbe des königlichen Banners, beleuchtet, Sevilla, Malaga, Granada, Cádiz, Córdoba, Almería, A Coruña und Pontevedra. Eine Initiative der Concordia Real Española Association, CRE. Um dem Monarchen öffentlich zu gratulieren. Sie wurden am Sonntag um 8 Uhr nachmittags eingeschaltet und werden diesen Montag bis Mitternacht eingeschaltet sein. Morgen, Dienstag, werden die Könige Felipe und Letizia ihre Aktivitäten getrennt wieder aufnehmen. Die Königin wird an einem Treffen der Zentren der Spanischen Föderation für seltene Krankheiten, FEDER, teilnehmen und der König wird nach Barcelona reisen, um eine Technologiemesse zu eröffnen,